Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist gerade morgens, ich gehe zur Schule, wieder schlechtes Wetter und hier liegen überall Blätter, also man merkt schon, der Herbst ist da. Auf jeden Fall, wie gesagt, gehe ich erstmal zur Schule. Das ist manchmal so ein bisschen abwechseln. Auch mit dem Wetter mal was zu vloggen, weil man zum Teil eigentlich was nur drin machen kann. Ja, jetzt ist es nämlich 16 Uhr gerade mal und die Sonne ist bereits am Untergehen. Und das Wetter geht gerade noch so und wir wollten kein Regen jedenfalls. Stimmt. Und wir wollten jetzt noch mal in die Stadt reingehen und mal gucken, was wir da so finden, was man filmen könnte. Das machen wir jetzt mal. Ja. Gute Idee. Alle Jahre wieder. Seit vielen Tagen liegt schon was in der Luft, nämlich mal wieder das Thema Weihnachten. Ich kann schon mal für meinen Teil sagen, dass mir Weihnachten nicht besonders liegt. Einige von euch haben in den Kommentaren ja geschrieben, wir sollen mal was über Weihnachten bringen in einem Vlog. Wir fangen schon mal an damit. Also, wie gefällt dir Weihnachten so? Also mir gefällt es ganz gut und ich finde es auch mal gut, dass es ein bisschen kälter ist, weil man sich dann da schön drin auch mal gemütlich machen kann. Und für Kinder ist Schnee ja auch etwas viel Tolleres, weil man damit ja was baut. Ja, ich spreche ja nicht über Schnee, sondern über Weihnachten. Schnee habe ich auch nichts dagegen, aber es geht mir um Weihnachten. Früher als Kind fand ich super, war mal die einzige Gelegenheit, die man hatte, mal was Großes abzusahnen an Geschenken, neben Geburtstag. Aber was mich stört seit vielen Jahren, ist der ganze Kommerz, dass es nur noch darum geht, den Leuten das Geld aus der Tasche rauszuziehen. Hinter uns ist schon ein Weihnachtsbaum hier aufgebaut und jetzt zeigen wir euch mal, wo hier in Bremen der Weihnachtsmarkt sein wird, wenn er denn aufgebaut ist. Wenn man so das 24. Adventstürchen vor sich hat und man darf dann auch öffnen und dann weiß man, in ein paar Stunden kriegt man Geschenke und an Weihnachten essen wir auch immer in der Familie Gänsebraten und jetzt habe ich über Essen gesprochen und habe auch riesen Hunger. Ja, meine Meinung ist, dass sich jeder zum Thema Weihnachten in diesen Tagen, an diesen Tagen vor Weihnachten, das Beste raussuchen muss. Wer den ganzen Trubel mag, Geschenke kaufen und sowas, bitte sehr, wir machen das grundsätzlich anders. Wir kaufen nämlich gar keine Geschenke. Für John natürlich schon, aber der Rest der Familie schenkt sich schon seit Jahren überhaupt nichts mehr. Wir machen am Heiligabend, am 24. dann eben das besagte
Essen, von dem John eben schon gesprochen hat. Kriege auch schon Hunger so langsam. Ja, und für mich ist das einzig Schöne noch an dieser Vorweihnachtszeit die Beleuchtung, die überall dann ist. Weihnachtsmärkte so weniger. Gehen wir auch ein paar Mal hin, aber ich bin froh, wenn es zu Ende ist. Weihnachten ist auch, dass das Wasser aus dem Brunnen entfernt wird, dass man einfach reinsteigen kann und sich ein paar Münzen aufsammeln kann. Ja, hier ist eine gefunden, zwei gefunden, hier ist auch noch eine, drei gefunden. Ja, ich glaube, drei ist auch erstmal genug, aber ein bisschen umsehen kann ja nicht schaden, meine ich. Was hast du gefunden? Sag mal her, deine Ausbeute. 1 Cent, 3 Cent, 13 Cent. Ja, sag ich mal, besser als gar nichts. Es ist schon 4:15 und es ist fast schon ganz dunkel. Aber hier in der Nähe gibt es noch eine Almhütte. Und da wollen wir jetzt auch mal hin. Also es ist keine einfach so gebaute Almhütte. Es gibt ja eben die echten und welche, die einfach nur so dahingestellt sind und ein Schild drauf, so Almhütte. Und das ist eine echte Almhütte, wo wir jetzt hingehen. Es ist gerade ungefähr so 5:10. Und wir sind hier in einer echten Almhütte. Wir haben uns schon Getränke bestellt und ja, genießen wir noch hier die restliche Zeit des Tages. Ja, das, was wir jetzt gerade machen, das ist zum Beispiel so ein Vorteil, den die Vorweihnachtszeit hat. Da gibt es hier in Bremen dann so ein paar Hütten und Hütten und Buden, wo man sich dann aufwärmen kann, wenn es draußen kalt wäre. Aber heute ist es nicht kalt draußen. Hier ist es dafür sehr warm und ich glaube, dass es auch zur richtigen Weihnachtszeit dann hier brechend voll sein wird, dass man schon wieder um Platz kämpfen muss. Und, wie gefällt es dir hier so? Sehr gut. Gibt es noch mehr zu sagen vielleicht? Brezel schmeckt auch gut. Und, wie gefällt es dir so? Man kann es hier aushalten. Oh, sehr schön. Gut aushalten, ja. Ah, dann mal Prost. Prost. Wie in der Sesamstraße, ne? Klein und groß. Ich liebe meine Mutter, also mache ich hier noch schnell ein Herz rum. So, wieder zu Hause. Jetzt sind wir erstmal hier angeheizt, weihnachtlich. Und da ja immer alle sagen, dass Simone zu selten im Video vorkommt, machen wir jetzt das, was es auch am Weihnachtsmarkt zu kaufen gibt, nämlich Schokoäpfel. Aber wir müssen dazu sagen, das haben wir noch nie gemacht. Also es kann jetzt so lala werden. Perfekt wird es wahrscheinlich nicht. Wir gucken mal. Und man kann Streusel drauf machen, aber John mag keine Streusel und dann lassen wir das. Also ich meine, so diese Schokoäpfel kennt man. Früher hießen die Liebesäpfel. Ich meine, wenn man da diese... Liebesäpfel sind rot mit Zuckerglasur. Schokoäpfel sind mit... Schokolade. Ja, und jetzt wollte ich noch mal was sagen. Ich finde, wenn man diese Schokoäpfel da hat und wenn man da irgendwie jetzt Streusel rüber macht oder sowas, ich glaube, dann schmeckt das nicht mehr so, weil es soll ja eigentlich nur ein Schokoapfel sein. Okay, wie geht's also los hier? Ja, wir haben jetzt erstmal Wasser aufgesetzt. Das gießen wir hier gleich in den Topf. Und dann steht in dem Topf noch ein Topf. Da machen wir dann sozusagen ein Wasserbad, wo die Schokolade geschmolzen wird.
Die Schokolade wird dann hier umgegossen, damit der Apfel da auch ganz reinpasst. Die Spieße. Das ist immer die Theorie. Kommen wir zum Praxisteil. So John, du kannst jetzt die Schokolade auspacken, klein brechen und die Stücke hier reintun. Da muss man aber auch drauf. Obwohl, du kannst die Stücke auch sogar hier reintun, glaube ich. Also da rein. Da rein. Man muss aber auch darauf achten, wenn man diese ganze Schokolade sieht, dass man nicht ab und zu mal was nascht. Weil ich glaube, bei Schokolade kann ich nicht so gut mit. Kleine Stücke. Ja, sag ich ja, das ist schwierig. Kannst du das brechen? Geht nicht? Nee. Nee, dann musst du die schneiden. Okay, warte. Dann schneid. Ah. Ja. Nee, schneiden, ich muss drücken. So. Kannst du das? Oh. Ach, ich glaube. Ich kann. Das ist zu dick. Das ist zu dick. Wie kann man so eine Kraft? Schmilzt es nämlich schneller. Ich meine, darf ich mal probieren? Ja, das glaube ich. Ich weiß jetzt, was du gemacht hast. Okay. Schon so ein bisschen wärmer. Wir müssen noch aufpassen, gleich verletzt. Ja. Oh! Das riecht schon nach Schokolade, ne? Mach mir bloß keinen Hunger. Dem war es doch leicht. Gut, nicht durch. Ich mach so, dass sie stabil sind, also durch mach ich nicht. Ja, ja. Tun wir das dann mal rein. Oh, das sieht wirklich wie Nutella aus. Läuft doch wie Nutella. Und dann kannst du jetzt hier so einmal so drehen. Das wird natürlich beim letzten ein bisschen schwieriger, dass die Schokolade da überall rankommt. Abtropfen. Muss man auch. Und dann stellst du hier mal drauf. So. Okay, aber da oben ist nichts. Ja, das so genau können wir nachher noch mit dem Rest hier machen. Oh, das sieht. Kannst du auch die Schüssel festhalten, wenn es einfacher für dich ist, da mit dem Drehen? Ach, das cool. Jetzt kann man doch nicht alles wegschmeißen, also. Naja. Das kann man doch machen. So, passt es hier rein. Nächster Tag und ich komme gerade von der Schule und habe auch die ganze Zeit an die Schokoäpfel gedacht, die wir vielleicht dann noch probieren könnten und dann mal sagen können, ob die vielleicht nun besser schmecken oder genauso, weil ich meine, wir haben jede Menge Geld damit, glaube ich, schon gespart, so viele. Ich beiß jetzt erstmal rein. Aber voll. Die Schokoäpfel haben sehr gut geschmeckt. Könnt ihr zu Hause ja auch mal machen. Und wir hoffen auch, dass euch dieser vorweihnachtliche und herbstliche Vlog auch gefallen hat. Und mir fällt gerade was auf. Beim Hinweg der Schule hat der Vlog angefangen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist gerade morgens, ich gehe zur Schule. Und am Nachhauseweg jetzt von der Schule hört er auch wieder auf. Und dann war es das jetzt auch mit dem Video. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Wenn ja, könnt ihr es uns ja mit dem Like-Button zeigen. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!